Jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Video, das darf niemand auf dieser Erde, auf dieser Welt verpassen. Es dreht sich um Auswandern nach Thailand. Ja, mein Gott, das haben doch schon viele gemacht. Du doch auch, Bobby. Ja. Aber ich bin nicht gescheitert. Ich brauche kein YouTube, um Geld zu verdienen. Wobei viele andere nur dumm Zeug und Schund und Dreck und Blödsinn daher babbeln. Aber Hauptsache, sie können es im Internet verbreiten. Wozu hast denn du dann einen Kanal, Bobby? Doch, einfach um diese Videos, die ich absichern will, bei YouTube kostenlos hochladen zu können. Und hier sieht man auch, oh wow, die fahren hier mit Geschwindigkeiten vorbei, das ist verrückt. Hier sieht man auch, dass mir das alles egal ist. Ich trinke meinen Sengsum. Prost. Und ganz, ganz wichtig, klemmt euch nie den Finger ein. Den Finger habe ich mir vor 6 Monaten in Thailand eingeklemmt beim Motorrad umbauen. Seit 6 Monaten warte ich, dass dieser schwarze Fleck, der einmal... Oh, wie kann ich das machen? Ja, ganz da unten. Seht ihr das alle? Könnt ihr das alles sehen? Könnt ihr es erkennen? Oh, wenn nicht, geht bestimmt die Welt unter. Ja, ich war auch schon in Pattaya. Ich war in Rayong. Ich war in vielen Dörfern. Ich habe gezeltet. Ich war im Hotel. Ich habe mir auch viele Videos angeschaut auf YouTube in der Hoffnung, da gibt es echt Leute, die einem wirklich etwas erklären können. Aber hey, insbesondere, klar schaue ich mir die deutschsprachigen an, insbesondere gerade die, das sind doch die größten Hanebüchen der Typen, die es hier gibt. Ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen drauf eingehen. Und nein, ich will auch nicht mich in den Vordergrund stellen. Deswegen zeige ich auch nicht, wie ich jetzt da aussehe. Das könnt ihr in manchen Videos vielleicht sogar sehen. Da pfeife ich drauf. Ich brauche kein PayPal. Ich brauche... Boah, was gibt es denn da noch alles, was sie haben? Ach, warte mal, da gibt es doch Twix. Twix oder Twitter oder X oder... Ach Gott, Instagram und, warte, da gibt es da noch ein bisschen was, pfeift drauf. Das Einzige, was ich wirklich als Ratschlag geben will, ist, jeder, der sich als Deutschsprachiger irgendwelche Videos auf YouTube anschaut, von Leuten, die da erklären wollen, wie man mit wenig Geld, mit viel Geld, mit als Millionär oder als bettelarmer Mensch in Thailand trotzdem überleben kann, der soll diese Sache tatsächlich nicht nehmen als Grundlage zum Auswandern nach Thailand. Weil... Das wird doch sonst alles scheitern. Pfeift auf diese Leute. Macht euer eigenes Ding. Und vor allen Dingen ist eins wichtig. Lernt die Sprache. Geht vielleicht auch in die Schule oder nehmt euch einen Lehrer oder Lehrerin, die euch die Sprache in Schrift auch beibringt. So dass ihr tatsächlich mal irgendwann nach einem halben Jahr sagen könnt, und man kann es eigentlich auch schon viel früher, ich kann zumindest eine Speisekarte lesen
Oder wenn ich hier mit dem Motorrad unterwegs bin oder mit dem Auto unterwegs bin, dann kann ich auch die Verkehrsschilder lesen. Ich erkenne auch anhand der Schrift, ist es ein Resort oder ist es irgendein Bungalow-Kram oder eine billige Absteige oder ist es ein Puff. Auch das gibt es hier. Lernt die Sprache, das ist mit das Wichtigste. Und hört nur auf euch selbst. Und allerhöchstens noch in zweiter Linie auf eure Freunde, die ihr vielleicht noch habt aus eurem Land, wo ihr herkommt. Oder auch hier vielleicht kennengelernt habt. Auch hier gibt es Freundschaften. Also, eigentlich schon viel zu lang, so viel wollte ich gerade babbeln. Bis dann, ciao.